Capcom Presents. Resident Evil. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodon, zu einem neuen Let's Play. Zu Let's Play Resident Evil HD Remaster für den PC. Ja, ich hatte mal eben Bock, das Spiel mal anzuspielen. Und werde es jetzt mit euch gemeinsam anspielen. So der Plan. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob daraus ein Let's Play wird. Ob wir daraus ein reguläres Let's Play machen. Schauen wir mal. Aber wir beginnen es jetzt heute erstmal und wir machen den ersten Part draus und dann sehen wir weiter. So, Spiel laden, neues Spiel. Ja, Resident Evil 1 für den PC neu remastered. Das ist das HD, die HD-Version. Ja, ich würde mal sagen, starten wir ein neues Spiel, reden wir nicht lange drüber. Wir können ja während des Spiels mal ein bisschen drüber labern. Werde ich wahrscheinlich sogar machen. Wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, hier heute mit Facecam, so im Halbdunkeln, damit die Atmosphäre erhalten bleibt. Ja, ich kann mein Zimmer sehr gut abdunkeln. Resident Evil. Spieloptionen. Also, ja, let's go. Frage, wie sollte ein gutes Spiel sein? Erstens, wie Bergsteigen, erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Zweitens, wie Wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Drittens, wie ein Spaziergang, man kann entspannt den Tag genießen. Ah, hier entscheiden wir sozusagen, wie die Spielschwierigkeit läuft. Leicht, mittel, schwer. Oder wahrscheinlich sehr leicht, leicht, mittel. Das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden, wie Wandern. Ja, es sollte schon ein bisschen Herausforderung haben, aber nicht zu viel. Und zu leicht soll es auch nicht sein. Also zweitens, genehmigt. Ja, Charakterauswahl, Chris Redfield, Jill Valentine. Na, das ist ja eigentlich eindeutig, ist ja eigentlich klar, wen man nimmt. Jill Valentine. Ja. Wer sonst? Im Juli 1998. Who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. No Kevin. Man, Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. Sorry, dass das die Stimmung unterbreche. So bin ich. Wo ist denn die Evil?
wird angegriffen. Und Zwiecher. Ja. Aua. Flieh du noch. Flieh dir nach. To the mansion. To the resident. Willkommen im Überlebenshorror. Oh my. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. Jo. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No! Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp! Jetzt sind sie hier in der Gruselvilla in Resident Evil gelandet. Die Türen, ein Klassiker. Ortsansässige Boshaftigkeit. A dining room. Oh, und da kann ich schon laufen, oder? Kann ich laufen? Was die Störung nicht WASD? Wie? Wo? Was? Okay. Oh doch. WASD. Ich wollte schon gerade sagen. Das kann ja nicht sein, dass man den Pfeiltasten steuern muss. Mauszeiger aus dem Bild. Ja. Kann ich das aufheben? Ich bin hier neu in dem Spiel. Aha. Die Maus brauche ich also doch. Gut. Ich habe das Spiel tatsächlich schon mal versucht, als ein Halloween-Special aufzunehmen. Damals. Ich habe das Spiel schon länger. Aber damals war das hier nur ein FPS-Dia-Show. Das hat gar nicht funktioniert. Jetzt. Ja. Jetzt scheint es halbwegs zu funktionieren. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Ja. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Ich erkläre hier bewusst auch nicht so viel zum Spiel. Weil, ja, es ist ein Klassiker, ich glaube, es ist, da muss man nicht viel erklären, das ist jetzt hier, es hat nicht so viel Erklärungsbedarf, da muss man jetzt nicht sonderlich, ja, muss man jetzt nicht sonderlich erklären, dürfte bekannt sein, der erste Teil einer Horror-Serie, einer Horror-Reihe, Spielereihe, joa. Ja, die Steuerung des Charakters habe ich jetzt noch nicht ganz drin. Aber das wird noch im Laufe des Spiels. So. Wo müssen wir denn hin? Ich spiele das Spiel komplett blind. Also,
können wir nicht aufheben. Ich hätte mir vielleicht mal die Spielsteuerung anschauen sollen, bevor ich das Spiel beginne. Aha. Okay, dann wohl erstmal hier lang. Mhm. Spielsteuerung. nach oben bewegen, nach unten bewegen, nach rechts bewegen. Shift laufen. Mhm. Q 80 Grad Drehung nachladen. Aha. Karte Status Angriff. Okay, und wir prüfen das F. Aha. Sorry, dass ich das Ganze hier ein bisschen verderbe, aber ich muss hier erstmal reinkommen. Ah, hier haben wir es Intrappen. Farbband. Ja, das nehmen wir mal mit. Das kann nicht schaden. Und jetzt Tür. I'm counting on you to investigate, Jill. Sure thing, Wes. Scheint richtig zu sein. Auf Kratz. Ja, sieht man mit der Facecam jetzt natürlich alles, was mir im Gesicht rumfummelt und so weiter. Tja. Achso, sind wir noch nicht raus. Aha. Ja, ich tapp hier wirklich im Dunkeln. Ein richtiges Blind Let's Play halt. Uhr untersuchen. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Aha. Dex sollte sich schneller bewegen. Ja, okay. Schneller laufen kann man hier nicht. Ist ja ein Horrorspiel. Warum sollte man noch schneller laufen können? Ah, hier ist eine weitere Tür. So. Da wären wir. In einem langen, düsteren Korridor, von denen es noch viele in diesem Spiel geben wird. Ich habe da schon so eine Vorahnung, was mich hinter der Ecke erreicht. Was mich hier erwartet. Okay. Eine Treppe nach unten. Okay. Spielsteuerung. Ja. Das sieht noch nicht so glatt aus. Die Tür ist fest verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Na dann. Jo. Wieder oben. Wo geht's lang? Ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob die Facecam so eine gute Idee ist. Also ob ihr weiterhin eine Facecam haben wollt. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Facecams. Also ich muss das nicht haben. Aber wenn ihr es haben wollt. Oh. Das ist ungünstig. Das ist gerade. Oha.
nicht getötet werden. Okay, er ist am Boden. Er steht aber gerade wieder auf. Am besten erstatten Sie Wesker-Bericht. Ja gut, ich habe da gerade was hinter mir. Gut, das ist jetzt gerade nicht die perfekte. Ich sterbe hier gleich am ersten Zombie. Das ist das wieder peinlich. Hier lang. Einfach fliehen. Der kommt mir hinterher, oder? Einfach fliehen. So schnell ist er nicht. Ich hör's ja. Wo war noch gleich die Tür? Der kommt doch gleich hier um die Ecke. Die Tür ist verschlossen, ja, super. Super. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Okay, wo war die Tür, wo wir herkamen? Hier war die Tür. Wir schießen uns den Weg frei. Jo. Es ist noch nicht tot. Oh, unheimliche Begegnung. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, die habe ich ein bisschen rausgezögert. Die Begegnung. Sie ist von draußen, von der anderen Seite verschlossen. Mhm. War das nicht die Tür, von der wir kamen? Oder war das die hier? Das war die hier. Orientierung sind wie eine Bratwurst. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Es lebt noch. Naja. Let me take care of it. Kann man sich drüber streiten, ob das noch lebt, aber. Es läuft noch. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ja, erstatten wir Wesker Bericht. Ich laufe wie ein Angeschossener. Ich bin vielleicht ein. Ja, ich bin verletzt. Ich laufe wie ein Verletzter, ich bin verletzt. Liegt nicht nur an der Spielsteuerung. Jo, na komm, durch da. Er lebt wieder. Schnell durch da. Was machst du denn? Wesker! Wesker ist weg. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Gut, hoch geht's. Und damit beginnt das Abenteuer im Resident Evil 1. In der ersten ortsansässigen Boshaftigkeit. Ja. So, nicht anders muss man es übersetzen. Am besten schließen sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Ja. Das war der Plan. Da wären wir jetzt offiziell angekommen im Spiel. Die Frage ist, wo finden wir Heilung? Wo finden wir Zeug, mit dem wir uns heilen können? Offensichtlich sind wir leicht verletzt. Und einen Speicherpunkt brauchen wir auch. Das tut man, glaube ich, bei den Schreibmaschinen. Hier müsste es in irgendwelchen Räumen Schreibmaschinen geben. So habe ich es aus Videos von Resident Evil in Erinnerung. Andere Let's Plays, die ich vor Jahren geguckt habe. Ja, die Halle durchsuchen. Hier ist er doch nicht. Das siehst du doch, Jill. Ja, ja, ja. Hier
Hier ist niemand. Ja, am besten schließe ich es ab. Ist gut. Die Halle ist einfach nur gruselig. Ja, ja. Ich will ja nicht. Kann ich hier mal das Bild untersuchen oder geht das auch nicht? Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und rissig. Interessant. Okay, noch ein Ölgemälde. Machen wir die Kunstbetrachtung. Ein Ölgemälde im großen Rahmen. Es ist gut erhalten und gewidmete scheinen lebendig. Zumindest halbtot. Naja, die scheinen lebendig. Also, die Leute, die hier in der Villa umherlaufen, die sind halbtot. Bildschirm. Ich laufe immer wieder aus dem Screen raus. So, was sollen wir hier noch untersuchen? Ja, ich kenne mich halt hier wirklich nicht aus. Wirklich nicht. Man sieht es. Ecke. Ich am Humpeln durch die Gegend. Untersuch. Ja. Oder auch nicht. Runter. Da oben gibt es nichts zu sehen. Wie sie da runterhumpelt. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Wir sollten uns aufteilen. Okay, then. Try the door on the other side. This mansion is gigantic. Yep. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. Das war schon immer eine gute Idee. You'd make better use of it. Bad Kratz in Dietrich. Thanks. I may need it. Listen. Ich kenne jemanden, der ist mit Nachnamen Dietrich. Let's meet up in this hall. Got it? Okay. Stars. Ja. Okay, wir sollen also in diese Richtung gehen. Okay. Kann man hier schon zwischenspeichern oder braucht man da wirklich erst die Schreibmaschine? Spiel beenden. Nee, ich will nicht ohne. Ich will erstmal speichern. Ich will das nicht nochmal von vorne machen müssen. So. Dann wohl hier entlang. Oh. Eine Statue. Können wir doch untersuchen. Frau am Brunnen. Ja. Schön. Ölgemälde. Porträts und Fotos hängen an der Wand. Sie sehen aus, als würden sie gleich zum Leben erwachen. Ich hoffe, das tun sie nicht. Okay. Die Statue können wir nicht bewegen. War nur so eine Idee. Hier können wir durch die Tür. Die Tür ist fest verschlossen. Ein Schwertsymbol. Ah, okay. Wir müssen irgendwie einen Schwertschlüssel finden. Schlüssel mit einem Schwert drauf. Meinst du, dass das so eine kluge Idee ist, die da drauf zu steigen.
Und wieder runter. Aha. Können wir doch bestimmt verschieben. Oder? Nicht draufsteigen. Was machst du denn? Was machst du, Jill? Ja, keine Munition verschwenden. Wie war das denn hier? Da oben ist ein da ist doch irgendwas drin. Das ist doch der Schlüssel, oder? Können wir hier anpacken? Ach Mensch. Jill, was machst du denn? Immer gleich draufsteigen auf die Dinger. Du willst doch nur zur Seite schieben. Schieb. Ja, genau so. So ungefähr. Nach vorne können wir es nicht schieben. Ziehen. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Müssen noch von hinten. Okay. Wo wären wir hier? Wenn da nicht gleich ein Zombie auf uns wartet. Sie ist ja auch schon kommen. Eindeutig. Unbedingt. Verteidigungsobjekte wie den Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn sie einen Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Das war ein kleiner Hinweis. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen sie nun zum Statusbildschirm und wählen sie Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen sie den Befehl ausrüsten. Aha. Aha, da wird uns doch bestimmt gleich was von hinten angreifen. Original Breitbild, interessant. Das wollte ich nicht. Die Steuerung kapieren. Status Original wäre so. Ja, es macht halt hier nur automatisch Verteidigungsobjekte. Ja, das ist gut. Original wäre vorwärts, rückwärts, nach links drehen. Ja. Ja, originale Steuerung. So sieht's aus. Ich hoffe, wir werden das Messer so bald nicht brauchen. ja. Vielleicht schon. Wir haben hier eine Knarre. Noch immer Munition. Ja. Ah, da ist unser Messer. Also durch. Gut. Ich bin gestorben. Ich bin getötet. Yo, Dad. Wir sind tot. Das erste Mal. Errungenschaft freigeschaltet. Yay. Oder nicht yay. Spiel laden. Muss jetzt von vorne anfangen oder was? Das ist nicht gut. Na tolle Wurscht. Haben wir nicht gespeichert. Na gut. Na dann. Würde ich mal sagen. Resident Evil.
Ja, da spiele ich das mal erstmal durch. bis zu der Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Part an der Stelle wieder. Ja, bleibt ja mir nichts anderes übrig, solange wir noch keinen Speicherpunkt haben. Ich hoffe, wir finden bald einen. Ansonsten, ja, wird's unangenehm. Ja, so sieht's aus.